Hallo, in diesem Video kommen wir zu einer äußerst wichtigen weiteren Rechenregel, und zwar, dass Klammern Vorrang haben. Wir haben im letzten Video dazu zu den Rechenregeln schon gelernt, Punktrechnung geht vor Strichrechnung, aber Klammern stehen noch eine Stufe höher. Das heißt, selbst wenn die Klammer mit einem Malzeichen zum Beispiel mit einer Zahl verbunden ist, wie zum Beispiel so, sagen wir einfach 7 mal 3 plus 4, ist das rein von der Rechenregel her gesehen 7 mal 7. Also wir rechnen erst 3 plus 4 und danach mal 7. In diesem Beispiel hier ist offensichtlich 7 mal 3 ist 21, 7 mal 4 ist 28, dass dann da auch 49 rauskommen würde. Das ist ein anderes Gesetz, das kommt später noch, aber es ist wichtig, dass man den Klammern den absoluten Vorrang gibt, weil sonst können irgendwann, wenn es komplizierter wird, Rechenfehler auftreten. Wir können ja mal zum Beispiel, wir sagen einfach mal, wir machen jetzt ein bisschen komplexeres Beispiel. 4 plus 2 minus 6 mal 7 minus 4 plus 8 mal 3 plus 2 minus 4 mal 2 minus 1. Und jetzt spätestens wäre es extremst aufwendig zu sagen, okay, wir machen 3 mal 4, 3 mal 2 und so weiter, sondern es wäre viel einfacher, sich das alles erstmal ein bisschen zu verschönern. Also, was heißt zu verschönern? Vereinfachen, indem man die Klammern auflöst. Das tut man eben, indem man dann sagt, okay, wir haben 3 mal 4 plus 2 ist 6 minus 6 mal 3. Jetzt sieht man schon, das hier ist exakt das gleiche, fällt also quasi weg, aber wir rechnen erstmal weiter. Plus 8 mal 5 minus 4 mal 1. Das können wir dann so stehen lassen, weil 4 mal 1 ist 4. Und das wiederum, ich schreibe einfach hier in der nächsten Zeile mal weiter, ist dann 18 minus 18. Wie gesagt, das kürzt sich weg, aber wir lassen es jetzt trotzdem erstmal hier stehen. Minus 4. So, das hier kürzt sich jetzt weg und wir haben noch 40 minus 4, das ist 36. Mag jetzt vielleicht recht simpel ausgesehen haben, aber ich habe bei solchen Dingen schon die merkwürdigsten Ideen gesehen, was da wohl alles rauskommen könnte. Und von daher im Zweifelsfalle. Natürlich kann man es auch ein bisschen anders machen, aber besser ist es, man gibt den Klammern den absoluten Vorrang und rechnet das einfach stur damit durch mit diesen Rechenregeln, dann ist man auf der sicheren Seite und es kommt mit Sicherheit das Richtige raus. Die Anwendung dieser Rechenregel mit ein bisschen Punkt-vor-Strich-Rechnung-Regel gemischt, kommt dann in der nächsten Übungsaufgabe zu Klammern haben Vorrang-Übung. Ich hoffe, es war alles soweit klar. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, einfach in die Kommentare damit und bis zum nächsten Mal. Tschö.